Willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Gerade befinde ich mich auf dem Weg zu einem Asteroiden, der hier zerlegt wird, um an ihm ein Notsignal anzubringen. Mit Hilfe dessen wir dann ein Notsignal senden können und hoffentlich hat uns jemand. Oh Gott. Ja, wie ihr hört, hat es mich wieder ein wenig erwischt. Bei uns in der Schule sind sehr viele krank und das ist halt doch doof, wenn man noch in die Schule geht. Da erwischt man doch leicht was. Aber es geht, soweit ich werde halt immer wieder mal husten, aber sehr viele Videos werde ich nicht machen. Da warte ich lieber, bis ich wieder gesund bin. Ja, aber schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hallo, ein paar Leichen aus dem Weg. Eintritt Schwerelosigkeit. Und hier ist eben, wie gesagt, der besagte Asteroid. Und, naja. Wenn in dem Raum keine Nekromorphen wären, dann wäre das schon etwas sehr komisch. Genau. Eigentlich habe ich in den Arm abgeschlossen, aber au, der lebt immer noch. Achso, die brauchen zwei. Okay, was jetzt ist. Vorher hat sich das Ding nicht auf waagrecht umgestellt. Ganz kurz. Ah. Okay, man merkt, ich bin nicht mehr hier. Okay, also ich glaube, ich werde mir auch in Zukunft sparen, den Arm abzuschneiden. Den Kopf abzuschneiden. Das scheint keinen Sinn zu machen. Weil die beiden Arme wechseln, sind sie sowieso tot. Ah, Nummer 4. Also was wir jetzt in diesem Raum zum ersten Mal machen müssen, ist reinschießen. Was denn? Und bevor ich jetzt weitergehe, werde ich doch nochmal zurückgehen und speichern. Ich weiß, es ist ein bisschen Zeitverschwendung, aber meine Videos sind bis jetzt in letzter Zeit nicht mehr 10 Minuten lang geworden. Und es ist doch möglich, dass ich da stirb, weil ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gemacht und da muss man doch ein sehr präzises Timing haben. Es ist nämlich so, das kann ich ja derweil mal erklären. Ich muss jetzt auf den Asteroiden draufspringen und gleichzeitig fliegen. Also fliegen, ich hoffe ihr wisst es. Ich meine, gehen jedenfalls diese Teile da um ihn drum, also diese Aufarbeitungsdinger. Ja, und jedenfalls. Jedenfalls, die töten einen, wenn die einen berühren, und das ist ehrlich gesagt nicht so unwahrscheinlich, was du wisst ihr. Okay. Wir haben hier noch gut Zeit. Und jetzt werde ich nochmal hingehen und halt mal an der zerstückelten Leiche vorbei. An den zerstückelten Leichen. So viele Arme. So, jetzt geht es. Warum ist das vorher nicht gegangen? Das ist doch nicht gegangen, oder? Ja, das könnt ihr nicht sagen, aber an der Stelle, wenn ihr nochmal zurückschaut, später an der Stelle, wo ich da das dem einen Viech, das an der Wand war, den Arm abschießen wollte, da habe ich die ganze Zeit die Leertaste gedrückt und der Typ hat nicht umgestellt. Schlimm. Naja, gut. Also. Eintritt Schwerelosigkeit. Das obere Ding trifft mich unter normalen Umständen nicht. Ich muss dann sofort nach raus. Ich warte jetzt da kurz. Wie da das optimale Timing ist. Also das heißt, sobald die beiden Dinger wechseln. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber doch.
Okay. Eintritt Vakuum. Muss ich mal dieses Ding positionieren. Das war mal der erste Teil. Zum Glück habe ich ja meine... Verdammt. Geh weg. Zum Glück habe ich ja meine Luft abgegradet. Insofern habe ich jetzt nicht so einen Stress. Okay. Ah, ging ja doch ganz einfach. Hatte ich schwieriger in Erinnerung. Ich hoffe, das soll nicht sein. Okay. Ah ja, das war noch nicht ganz alles, weil ich muss dem Ding da noch... Okay, das schaffe ich so nicht. Brauche ich wieder das hier. Ah! Jetzt komm. Ha, Körpertreffer bringt sich doch was. Ich hoffe, dass ich jetzt sehr bald mal triff, weil sonst habe ich hier munitionsmäßig ein Problem. Okay. Achtung, Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Jetzt habe ich gleich mal, naja, nicht ein Problem, noch nicht. Ich muss es nur gut beobachten, wie sich diese Dinger verhalten. Ah ja. Sobald das Kackteil weg ist... Scheiße. Das ist echt blöd. Ah, wie ging das nochmal? Ich hätte, glaube ich, warten müssen. Ich weiß ja nicht mehr, trifft das obere einen jetzt oder nicht? Das Problem ist halt, ich bin jetzt wieder hier. Ja, schauen wir mal, ob ich es in 3 Minuten schaffe. Wenn nicht, dann schneide ich das im Endeffekt zusammen. Eintritt schwere das Risiko nehme ich nicht auf. Okay. Also, wie war das? Jetzt nochmal warten. Sobald die Dinge sich in Bewegung setzen, also sobald sie jetzt dann in der Ruheposition sind, sobald sie sich dann in Bewegung setzen, mache ich das. Also da muss ich mich jetzt schon ein bisschen beachten. Also nicht übermäßig, aber doch. Eintritt Vakuum. Okay. Wir positionieren das jetzt mal hier. Okay, dann erledigen wir zuerst das Kackviech. Zweites Kackviech kommt bald, aber... Ach, eklig. Okay, da kommt das zweite Mistding. Tentakelab und... Verdammt. Ja. Ach, komm schon. Geht doch. Und hier noch ein bisschen rein. Achtung. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Ende des Vakuums. Eintritt Vakuum. Nee, warum ist der jetzt nicht gesprungen? Ich werde nochmal warten. Oh, okay, es trifft mich schon. Hab mich irgendwann mal nicht getroffen, aber... Und weg bin ich. Alles klar. Dann... Okay, ich muss das mal orientieren. Durch die Leichen durch. Nein, das wollte ich nicht. Entschuldigung, Leichen. Na gut, dann kehren wir mal zur Speicherstation zurück. Dreimal bin ich jetzt insgesamt schon gestorben. Immer wegen solchen Kackmechanismen. Verdammte Scheiße. Wow. Hab mich auch wieder gerissen, aber nicht so wie damals. Jetzt komm. Ich will ein bisschen Munition sparen. Ich brauche mehr Leben. Okay, ich muss mich jetzt echt noch dran gewöhnen. An diese scheiß Viecher. Nachladen. Aber ich meine, man muss schon sagen, im Vergleich zu anderen Spielen ist es ja noch harmlos. Weil es, auch wenn es vielleicht... Oh nee. Ja, das ist super. Da werde ich wohl ein bisschen zusammenschneiden. Okay. Ach, schnell. Ja, toll. Komm hin, sicher. Ja, gut. Jedenfalls war es das dann erstmal. Bis zum nächsten Mal, vielleicht nicht unbedingt heute, wegen meiner Verkühlung. Ciao.